It's your boy, Skinny P. Willkommen zu einer Runde Valorant im Ranked-Modus auf Bronze 3. Mal gucken, ob die Leute callen oder nicht. Hello, Team. Hello. Leute! Win! Where you wanna go first round? Da muss ich mich gerade nur noch entkleiden, da. Oh! Okay, die Wall. Oh, oh, die sind krass mit ihren Utilities am Start. Holla! Mate, raus! Oh, er ist abgefackelt. Dackel. Oh! Alter, ey, die reißen uns komplett zusammen. Flawless. Aber immerhin ist es ja auch eine City-Map, also von daher ist das gar nicht mal so unnormal. Übrigens, kleine Info am Rande, ich habe jetzt gestern angefangen, an der Solo 712 zu wursteln. Also es kommen jetzt demnächst dann wieder die Mofa-Videos an den Start. Aber komm, jetzt Konzentration. Oh nö, Männer, Hilfe. Ach Gott. Was ist Kobi? I'm gonna plant. Oh, he's City. He's down. Another one is City too, he's set now. Okay, shit. Den hätte ich jetzt, glaube ich, eher nicht facen sollen. Aber die Jungs haben das. Der eine heilt sich. He's headshotted. Komm schon. Nice. This is so 3-4, boys. Sehr, sehr, sehr coole Mates. Also, höchst öde. Ich weiß nur nicht, warum sie sich jetzt hier beleidigen. Also, der eine schreibt vorhin Kids, jetzt schreibt er Kids. Dennoch bin ich schon mal zufrieden, wie hier gecallt wird. Im Unranked-Modus ist es ja eher nicht vorhanden. Okay, also ich denke, dass er da hinten ist. I'm going City. Toll, die Trolle hat die Bombe. You got the spike. Wie heißt die Tante nochmal? Hier, Race. You got the spike. Ich sehe gerade, ich bin vor meinem Schild und meinem Laugh. Das mache ich vielleicht so. Ich könnte sogar ganz links in die Ecke gehen. Guck mal, also zumindest so hier die Hälfte. Der Chat ist ja nicht so wichtig, oder? Ich könnte auch nach rechts hinter meine Waffe. Ach, und da ist hier wieder der Phoenix. Hallo, du Zack. Hey, Zacharias. Schau, schau! Er kommt hier jetzt gleich mit seiner Ulti. Okay, incoming. I'll watch back. You got the bomb, B. Oh, fuck. I can't believe it. He's mauling me. Nice. Es läuft wirklich gut, ne? Schon wieder schreibt er Kids. Also, bis auf diese Sache, Kenneth, bin ich recht zufrieden mit euch, aber... Das muss nicht sein. Vor allem hat Kenneth am Anfang ja gefragt, was los ist, ne? Warum er Kids und sowas, ne? Schreibt. One down on B. Jawohl, okay, das sieht ultra gut aus. Soll ich die Vandal mitnehmen? Ich versuch's nochmal eine Runde, aber eigentlich bin ich mit der echt nicht so prickelnd. Manchmal gehe ich über das Tappen hinaus und dann verfalle ich ins Dauerfeuer. Und das kann ich halt überhaupt nicht. Also hier, also in dem Spiel noch gar nicht. Da ist die Guardian für mich chilliger, weil die halt, ich meine, die fängt auch irgendwann an, nach hinten zu schießen. Aber ja. Du kannst halt kein richtiges Dauerfeuer damit machen, hiermit schon. Okay, das, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass einer steht und vor allem, dass er stehen bleibt. Das ist der Sofa, ne? Oder Sofa, oder wie er heißt. Das Sofa hat gesprochen. Oh, ein Scout, der Sack! Und jetzt ein B für Scout. Sehr gut. Die Bombe holen sie sich schon auf Long und dann passt das. Okay, alles gut. Na also, Jungs! Okay, soll ich die IOP holen? Nee, wisst ihr was? Ich hole nochmal Vandals. Das hat sich eben da doch sehr gut angefühlt und bleib einfach bei der. Ich meine, klar, gegen jemanden, der mich erwartet, sollte ich nicht langsam reinlaufen, wenn er eine Scout oder eine AWP hat. Da habe ich meistens das Nachsehen. Ich gehe einfach wieder Richtung B. Jetzt, pass auf, jetzt ist er hier wieder. Nicht. Oh. At least two on B long. Maybe three. Warte mal, ich sollte vielleicht mal... Oh, die ist hier irgendwo. Nice. Jawollo, Alter! Habe ich dich gerochen, Tante? Weißt du, sie pimmelt mich ein und meint, ich rieche nach Käse oder was? Ja, yeah, schau was, Freunde, schau was. He's stepping. Ulti. Okay. Okay. Later, Alter! Thanks. Er meint, er kann mich gerade mal fluscheln, aber nicht mit mir, du, oder? Die ist so fies. Wie so eine Hexe. Man muss dazu natürlich sagen, dass die Matchmaking-Experience oder eben diese gewertete Spiel-Experience davon abhängt, auf welchem Rank man ist. Da ich aber nicht sonderlich hoch bin, sondern nur auf Bronze 3 spiele... Nö! Lurch, Alter, dein Timing ist ja Wahnsinn. Kann man davon ausgehen, wenn man wiederum bedenkt, dass wahrscheinlich bei höherem Rank... Nö. Die Coolness der Mates steigt, dass man sogar hier auf Low Rank schon, ja, ganz gut gemeinsam zocken kann. Ich mache hier mal zu. Hat das gerade Sinn gemacht? Ich war in der Action und hab nicht richtig gelabert. Toll gedehn. I can molly him. Was ist jetzt mit dir, hä? Huh? Okay, die wird ja nicht mehr rumkommen. Later! Da hinten ist er. Naja, schade.
Komm, wir machen mal so ein paar bunte Farben hier ins Video rein. Zack, blau, ein bisschen grün, lila, blau, grün. Hier nochmal ein paar satte Farben, ne? Rosa oder halt rot, gelb, kotze grün, lila, wie so ein Kind. Oh, komm, muss die Flash sein. Ich benutze die Flash echt immer weniger, habe ich festgestellt. Also anfangs, als ich Phoenix gespielt habe, habe ich wirklich sehr oft mit der Flash gearbeitet. Aber ich erwische leider hier die gleichen schlechten Timings wie auch bei CSGO. Also ich nehme die Flash in die Hand und dann kommt der Feind. Das ist natürlich nicht sonderlich cool. Plants sind voll long. Hater! Okay, er ist eingesperrt. Oh, hätte ich jetzt einen Molly? Das wäre so sweet. Einfach abfackeln. Er schreibt schon wieder Kid, der eine. Dude, that's hilarious. My name is Marius. Are you serious? Oh, er hat mich getroffen, der Lurch. Na ja, gut, Jungs, dann hole ich mal die Bombe mit, ne? Wenn ihr da gerade voll durchbrecht. Alter, die sind schon durch. I'm gonna plan for long. So. Alles klar, ey, die gehen jagen. Ich sehe keine Feinde. Ich glaube, meine Jungs sind ein bisschen overconfident. Sie stehen aber auch nicht schlecht. Also sie können das natürlich schon machen mit ihrer Overconfidence. Trotzdem will ich noch ein paar Kill lieber, Nelis, hallo? Oh, der hat seine Ulti, der hat seine Ulti. Got ult. Wo ist denn den hier, Phoenix? Alles klar. Incoming. I gotta watch behind, show us. Oh, teleport. Haha. Er sieht die! Wie hat er das gemacht? Ist hier. Oh oh. Babla jetzt stirb nicht, komm. Babla jetzt stirb nicht! Oh. Okay, ja, also im Moment fühle ich mich tatsächlich auch gegenüber den Feinden wirklich gar nicht so unterlegen. Eher im Gegenteil. Ich denke, dass ich vielleicht vom Ranking noch ein bisschen höher könnte. Noch so 1, 2, 3 Upranks. Wobei es jetzt aber auch nicht einfach nur ein Drüberfahren ist. Ich denke, so 1, 2, 3 Ranks könnte man vielleicht hoch. Also diese Zwischenranks halt, ne? Ihr wisst schon, die kleinen. Alter Mist. Oh, eine Scout, wie eklig. Oh, fuck a doodle, Alter. Ich bin stunned. Das war knapp. Ja, Wollo, Alter. Zum Glück ist der abgefuckt. Okay, nice, incoming. I'm gonna stay behind short. I'm gonna stay short. When there's no lamps. They have no time. Nö! Ich weiß nicht, warum ich eben aufs Knife geswitcht bin. Kein Plan. Kein Plan. I go B. Ich habe jetzt geschwind B-Long übernommen, bevor es jemand anderes macht. Ist eigentlich so meine Lieblingsposition. Und werde dann jetzt gleich auf AWP höher sparen. Wobei, wenn wir jetzt so weitermachen, werde ich die gar nicht erreichen, die AWP. Nice. I'm going teleport. Oh, nö, nicht auf Short, du Lurch. Komm, gib ihm. Hugo, gib ihm. Hugo, wo gehst du hin? Du Sack. Dann gehe ich hier hoch. Hey, wir ballern die so weg, ne? Bei denen ist einer nicht schlecht. Belong at least one. Und der Rest hat heute irgendwie nicht so seinen Tag, glaube ich. B-Meter, Belong ist clear. I'm going short. Ey! Das war frech. Oh, Hugo, sehr schön. Komm, den... Okay, ja. Das war's! Das war's! Juju, Boys, Juju! Guck's dir an, wir haben ordentlich geregelt, ne? Ja, ich würde sagen, da kann man sich echt überhaupt nicht beschweren. Rating greatly increased. Greatly increased. Es sieht also stark danach aus, dass Silber 1 bald incoming ist. Vielleicht schon mit dem nächsten Spiel. Das würde mich natürlich freuen. Ich kann die Ranks noch nicht so richtig einschätzen. Glaube aber, dass wenn ich stabil spiele, dass ich so in dem Bereich vielleicht stehe. Oder sogar in dem hier. Muss man mal gucken. Da würde ich gerade mal sagen, dass das eine ziemlich leckere Runde war. Die Moral von der Geschichte ist, dass im Ranked Matchmaking auf jeden Fall deutlich mehr gesprochen wird als im Unranked. Da wird nämlich eigentlich gar nicht geschwätzt. Es kann jetzt natürlich auch einfach nur Zufall gewesen sein. Das war jetzt erst mein zweites selbst... Nee, ich glaube, ich habe noch gar kein selbst erspieltes Ranked gespielt. Bis heute. Sonst immer nur mit euch in den Streams. Morgen ist übrigens der nächste Livestream, ne? 18 Uhr, Dienstag. Tja, war sehr schön, hat Bock gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten und vor allem gezeigt, dass auch in Valorant mitunter schön gecallt werden kann. Vielen Dank, dass du zugesehen hast. Falls es dir gefallen hat, weißt du Bescheid, ne? Kommentar, Bewertung, Pipapo. Bis dann.